Die israelische Bevölkerung auszubringen. Unter Forderung der bedingungslosen Freilassung und der sofortigen aller Geiseln der Hamas. Das sind die Positionen der Sozialdemokratie. Und es darf nicht in Zweifel gestellt werden, dass die Sozialdemokratie das Existenzrecht des Staates Israel einfordert. Dass wir Seite an Seite stehen, dass wir eine besondere Verantwortung haben aufgrund der Shoah, die das Österreich betrifft, dass wir auch für den Schutz von Jüdinnen und Juden außerhalb von Israel zu sorgen haben. Wir haben eine besondere Verantwortung für die Genossinnen und Genossen. Herr Dichtling, ist es für uns besser heute, sondern ganz große DNA der Sozialdemokratie, alles zu tun, um Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist DNA der Sozialdemokratie. Diesen Kampf führen wir so lange und den führen wir auch jetzt entschlossen. Antisemitismus und in unserer Gesellschaft keinen Platz für die Genossinnen und Genossen. Und wir bezeichnen aber nicht alle Palästinenserinnen und Palästinenser als Hamas-Angehörige. Wir bezeichnen die Hamas selbst als Palästina. Wir sehen, dass es viele Opfer gibt auf palästinensischer Seite, dass unschuldige Menschen auch in Palästina getötet worden sind, die mit der Hamas nichts am Hut haben, die von der Hamas genauso verwendet werden. Und die Solidarität gilt natürlich jedem unschuldigen Opfer, jeder Familie, jedem einzelnen palästinensischen Kind, auch in dieser Freude, in der Sozialdemokratie. Wir müssen uns mal schauen, dass bei aller Notwendigkeit einer militärischen Einsatz, dass man schaut, dass man Menschenrechte wahrt, dass man schaut, dass man nicht vom Wasser abtreibt, dass man das wiederherstellt, dass man zumindest eine gewisse Würde auch in Palästina der Zivilbevölkerung wieder zugutekommt, dass man Energieversorgung, die Gesundheitsversorgung aufrechterhält. Das müssen wir schauen, auch bei aller Notwendigkeit von Militäreinsätzen. Und dass man so gut wie es geht, die Zivilbevölkerung in Israel, in Gaza und im Westjordan schützen vor Terroranschlägen und Verbrechen. Die Sozialdemokratie, auch wenn das jetzt in weiter Ferne liegt und tagesaktuell so schwierig vorstellbar sind, auch nicht vergessen, das Ziel muss sein, unter Einbindung jetzt einmal sofort der Vereinten Nationen, der Arabischen Liga, der Europäischen Union, anderer Institutionen, dass wir wieder auf Basis des Osloer Abkommens eine Friedensinitiative in Gang setzen, dass wir noch einmal glauben, dass die wichtigste Lösung ist, die Befriedung der Region, die Verhinderung des Flächenbrandes. Und dass wir darauf festhalten müssen, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung von einem demokratischen Israel, einem demokratischen Palästina tatsächlich als Zielvorstellung der Sozialdemokratie für die Zukunft formulieren. Das wird man nie verlieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und überhaupt der folgende Konflikt über Israel hinausgehend und über die Terroranschläge der Hamas. Wie viel Frieden und wie viel Krieg gibt es noch? Wo ist das Gleichgewicht? Und ich fordere von uns ein, bei all den Konflikten, bei all den Krisen, sie nicht so zurückdrängen zu lassen, dass man nicht einmal das Wort Frieden manchmal mehr sagen kann. Friede ist die DNA unserer Bewegung. Ich sage euch, das von den guten Falken beginnt. Nie wollen wir wieder Krieg anfangen, bis Willy Brandt. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Lassen wir sie das nicht wegsenden. Wir müssen immer Frieden verbinden.